Guten Morgen. Für euch alle, Nummer 395. Heute ist Mittwoch. Mittwoch, der 5. Mai 2021. Oh Mann. Habe ich einen Hunger? Hol mich der Teufel! Einen Hunger habe ich. Und im Bauch rumort es mir herum, als ob drin ein ganzes Regiment in die Trompeten schmetterte. Nein, 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 wir kommen nimmer nach Hause. Aber was macht man? Über einen Monat sind wir schon von Petersburg fort. Das ganze Geld hat der lockere Vogel unterwegs verjubelt. Jetzt mausert er und ist ganz kusch. Und das Geld hätte gelangt. Hätte völlig gelangt für die Postpferde. Aber freilich. In jeder Stadt musste er sich zeigen. Ossip, bestell mir ein Zimmer. Das Beste und ein Mittagessen. Das Feinste. Ordinäre Küche vertrag ich nicht. Ich muss extra fein speisen. Wenn noch was Besonderes an dem Manne wäre. Ganz alltäglicher ist er. Macht Bekanntschaften auf der Reise, spielt mit ihnen Karten und wird kapp und kahl gerupft. Wie bin ich dieses Leben überdrüssig. Wirklich, im Dorf, auf dem Gut ist zweit schöner. Mal frei, fehlt's auch an Publizität, so fehlt's doch auch an Sorgen. Man hat sein Weibchen, liegt den ganzen Tag auf dem Hängeboden und isst Pasteten. Allerdings, der Wahrheit die Ehre. Nichts Herrlicheres gibt's auf der Welt als ein Leben in Petersburg. Ja, ein feines, ein politisches Leben ist's. Freilich. Man muss Geld haben. Ja, und jetzt? Was mache ich mit ihm? Hat der Papa Geld geschickt? Wird's nicht sparsam vertan, sondern flott verbummelt. Das sagt nun der Wirt. Er würde uns nicht eher zu essen geben, bis das Frühere bezahlt ist, wenn wir nun aber gar nicht zahlen können. Oh Gott. Mit der dünnsten, magersten Kohlsuppe würde ich jetzt zufrieden sein. Ich glaube, ich könnte die ganze Welt verschlingen. Es klopft. Hier, es klopft. Es klopft. Ich glaube, er ist es. Das war ein kleiner Auszug aus Nikolai Gogols berühmtem Stück Der Revisor. Und es gibt zwei Erinnerungen daran. Zwei. Als ich in Gera Techniker war am Theater, da haben zwei junge Schauspieler, die da auch gerade engagiert waren, diese Szene geübt. Und zwar,
Der Revisor. Ja, es soll ein Revisor in so ein kleines Örtlein kommen auf dem Lande. Und dann wird ein vermeintlicher Beamter als dieser Revisor gehalten. Und dieser vermeintliche Beamte hat einen Diener, Ossip, und der ist natürlich ganz hungrig und beschwert sich über seinen Herrn. Und der eine Schauspieler, eine junge Schauspielerin, hat mit dem anderen diese Rolle geübt. Der saß unten und da habe ich mir zugeschaut und deshalb ging diese Rolle mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf. Die wurde da auch gespielt, also das Stück wurde auch gespielt in Gera, der Revisor. Und ja, das war auch toll. Also ich habe da natürlich damals alles verschlungen, was mit Theater zu tun hatte. Und die zweite Erinnerung ist an unser Biomechanikprojekt, nämlich der berühmte Meyerhold, der russische Theatertheoretiker und Regisseur, hat den Revisor als Modellinszenierung auch inszeniert in den 20er Jahren in Russland. Und da gibt es Aufzeichnungen und die sind grandios. Die sind grandios, weil sie diese Bewegung, diese biomechanische Bewegung auf der Bühne, biomechanische Bewegung auf der Bühne, dieses große Ausstellen der Bewegung ganz, ganz toll an diesem Stück zeigen. Die Leute, die alle dem vermeintlichen Revisor an den Lippen hängen und wenn er sich bewegt, dann alle zusammen zurückgehen und dann wieder hingehen, das ist großartig. Nikolai Gogol. Gelebt hat er von 1809 bis 1852. Und fühlte sich immer missverstanden, sein ganzes Leben. Und hat die Toten Seelen geschrieben zum Beispiel, ein tolles Buch. Und hat sich dann so auf religiöse Schriften verlegt am Ende seines Lebens. Liebe Grüße für den schönen Tag, für den Mittwoch. Es stürmt und es kommt, glaube ich, ein Gewitter, aber wir lassen uns nicht davon abhalten. Bis morgen.